Eine knackig kalte Winternacht liegt hinter uns. Im Alpenraum gab es verbreitet strengen Frost von unter minus 10 Grad. Dafür wurde man zum Beispiel hier im schönen Innsbruck in Tirol mit ein bisschen Sonnenschein belohnt. In der Nacht gibt es jetzt erstmal auch bei uns in Deutschland noch eine Schneeladung, besonders im Süden. Der lässt dann tagsüber aber immer mehr nach. Also wirklich viel fällt dann nicht mehr vom Himmel. Aber wir haben wieder viele dichte Wolken und besonders eben im Süden winterliche Straßenverhältnisse. Nach Osten zu auch noch leichter Dauerfrost. Im Westen bleibt es milder mit 5 oder 6 Grad. Zum dritten Advent kommt dann der Wetterumschwung. Eine Regenfront überquert uns, hat mildere Luft im Gepäck und da kann es lokal in den roten Flächen hier gefrierenden Regen geben. Also eine gefährliche Glättelage voraus, wenn der Regen hier über der Mitte auf den gefrorenen Boden trifft. Im Nordwesten dann schon bis zu 8 Grad. Im Südosten gibt es zumindest am Vormittag noch ein paar wenige Lichtblicke. In der neuen Woche dann deutlich milder, zweistellige Werte, aber nicht wirklich mehr Sonnenschein.